Und nun sehen Sie in dem Programm einen Punkt Überraschung. Und dazu habe ich eine gute im Wesentlichen, aber auch eine nicht so gute Nachricht. Und meist ist das viel schöner, wenn man mit den guten Nachrichten anfängt, weil wenn man erst die schlechten hört, dann schmecken die guten nicht mehr so richtig gut. Und so wollen wir das auch machen. Es wurde jetzt mehrfach darauf verwiesen, 10. Annaberger Klimatage, vor 15 Jahren das erste Mal. Und dabei verschwindet etwas so leicht im Hintergrund, was mich immer wieder fasziniert. Ob sich in egal welcher Art von Angelegenheit tatsächlich etwas tut, etwas verändert, leider nicht immer nur zum Guten, sondern durchaus manchmal auch zum nicht so Guten, das liegt an einzelnen Menschen. Das liegt an Konstellationen. Und damals, schon im Jahr 2000, passierte etwas, was an einzelnen Menschen lag. Und die hießen Thomas Thiele aus Annaberg-Buchholz und Wilfried Küchler vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Damals noch in Warnsdorf, an der wunderbaren Station dort. Und die schlugen bei mir auf, wie man so sagt. Ich war ganz neuer Professor an der TU Bergakademie Freiberg. Und die kamen so völlig aus dem Nichts für mich. Ich kannte beide nicht und stellten sich vor und wickelten mich so ein bisschen ein in ein Gespräch und was ich denn zum Thema regionaler Klimawandel dächte und was ich denn da in meiner Verantwortung als Hochschullehrer zu tun gedenke und so weiter und so fort. Und am Ende dieses Gesprächs waren wir drei uns zumindest einig, dass es eine gute Idee wäre, solche Klimatage zu machen. Und da der Thomas Thiele, der wohl mit dem Wilfried Küchler seit ewigen Zeiten befreundet ist, aus Annaberg kommt, hatte er längst ventiliert, ob der damalige Landrat damit einverstanden wäre, das hier zu machen und hatte auch mit dem, ich glaube damals war es noch ein Bürgermeister, dann hatten wir eine tolle Bürgermeisterin hier, auch abgesprochen, ob das also auch der Stadtrecht sei und da traten wir offene Türen ein, wobei ich habe da gar nichts gemacht, das waren alles die beiden Herrschaften. Und nachdem das so die Hintergrundrandbedingungen geklärt waren, dann haben wir uns mit meinem Freund und Kollegen Christian Bernhofer zusammengesetzt, weil auf mehreren Schultern stemmt sich so etwas immer viel besser und außerdem hat er viel mehr Erfahrung hier regional als ich als Frischling. Und die entsprechenden Aufgaben im Landesamt und bis hinauf in unsere Staatsregierung, die gingen eben über das LFULG. Und 2001 gab es dann tatsächlich die ersten Annaberger Klimatage. Und die Resonanz war einfach großartig. Aber ich werde auch nie vergessen, dass wir von hier oben, na, ich sag's mal vielleicht übertreibend, ein Gebrülle hören konnten. Da fand eine kleine Demonstration statt von Menschen, die sich eigentlich sehr engagieren, für in diesem Fall vor allen Dingen eine Umweltorganisation und die der Meinung waren, dass das, was wir hier tun, das war nämlich damals auch schon in diesem wunderbaren Saal, dass das irgendwie nicht richtig sei und dass man das alles ganz anders machen müsse. Diese Art von Aufregung hat sich gelegt. Und die Annaberger Klimatage haben nach meiner Einschätzung für die Region eine ganze Menge leisten können. Und dabei meine ich jetzt Region nicht nur in Bezug auf den Landkreis oder auch auf den Freistaat Sachsen, sondern es ist etwas gelungen, was ich persönlich, und ich glaube, da spreche ich auch für dich, Christian, ganz wunderbar finde. Es ist gelungen, in die Großregion hineinzustrahlen und wir haben regelmäßig, auch in diesen Tagen, Rednerinnen und Redner, also Kolleginnen und Kollegen und Teilnehmende aus Polen, aus der Tschechischen Republik, unmittelbare Anrainer an den Freistaat Sachsen, aber gleichzeitig auch klimatologisch aufs Engste verbunden. Wer weiß denn schon, hier im Saal wahrscheinlich mehr als im Durchschnitt der Bevölkerung, dass der Freistaat Sachsen
die gewitterreichste Region Deutschlands ist. Natürlich nicht gleichmäßig verteilt. Es ist vor allen Dingen Teile des mittleren Erzgebirges, die eine Blitzdichte haben und auch eine Blitzintensität haben, die weit über dem Durchschnitt liegt und den Verband der deutschen Elektroindustrie die Kinnlade herunterfallen ließ, als wir die Daten veröffentlicht haben. Wer weiß denn, dass diese Gewitter im Wesentlichen auf der tschechischen Seite gemacht werden? Ja, Sie verstehen das Bild bitte richtig, wegen der Anströmung der Luftmassen und den Zwang zum Aufstieg am steilen Erzgebirgshang. Und dass deswegen auch der wissenschaftliche Austausch, die Zusammenarbeit zwischen uns Kollegen auf der tschechischen Seite, genauso wie auf der polnischen und deutschen Seite, unglaublich wichtig ist. Und wir haben in diesen 15 Jahren da gemeinsam auch sehr viel lernen dürfen. Aber daran sind letztendlich diese zwei großartigen Personen der Auslöser und auch diejenigen, die diese ganze Programmgestaltung über die ganzen Jahre immer intensivst mit begleitet haben. Und die traurige Nachricht ist, dass es beiden gesundheitlich nicht gut geht und dass beide heute nicht hier sein können, was ganz anders geplant war. Das ist leider so. Und trotzdem denke ich, dass wir an die beiden denken sollten und ihnen vor allen Dingen wünschen sollen, dass die Herausforderungen, vor denen beide gerade stehen, dass sie die gut meistern. Vielen Dank. Dieser Blumenstrauß, der ist nicht für die zwei. Wäre ja auch komisch, wenn die sich den teilen müssten. Aber es gibt hier im Raum natürlich eine ganze Reihe von Menschen, die sich massiv um diese Annaberger Klimatage bemühen, seit Jahren bemühen. Und eine davon, eine dieser Personen, hat heute Geburtstag. Einen ganz herzlichen Glückwunsch, lieber Dr. Ja, damit ist der Überraschungen auch schon Genüge getan. Wir hatten an sich vorgehabt, mit den zwei genannten großartigen Persönlichkeiten noch etwas zu machen, aber wenn sie nicht da sind, dann bringt das herzlich wenig, sodass wir einen kleinen Moment des Verschnaufens haben. Und den möchte ich nutzen, um unserem Übersetzerteam dort hinten ein ganz herzliches Dankeschön in unser aller Namen zu sagen. Wer schon mal versucht hat, während jemand anders spricht, diese Rede sofort zu übersetzen, einem Nachbarn oder einer Nachbarin, weiß, was das für eine unglaubliche Herausforderung ist. Und die zwei da hinten machen das seit Jahren wunderbar. Und das ist auch ein Applaus wert, denke ich. Applaus.